is in a stream. The ocean called for you and me. Still, I'm in this game.
slow day, the calm and the night will unfold. I never thought that I would be traveling this road. People keeps missing, the clouds seem to fade, and every occasion I whisper your name. I'm happy to hear that you'll still be around. I thought you were leaving without a sound. In my little world, you are both pros and cons. It's hard to admit when you feel you don't belong. So tell me, are you still in there? As beautiful as you are, you just don't know how far. In this world I'll be right by your side with arms, even if you don't want. You wrote your name in my heart. You're out with your laughing, the curls in your hair. I wish that I could tell you how much I really care. Your harmless desire, the tip of your tongue. Yes, I'm on my way.
I'm on my way. Yes, I'm on my way. Ja, mal wieder ein Update von meiner kleinen Tour, die ich jetzt Anfang Januar gemacht habe. Im Moment sieht es hier ein bisschen rumpelig aus, also bitte nicht wundern, aber ich habe alles, was ich so mit hatte an Decken etc. hier mal davor gehangen, weil es momentan wirklich sehr kalt ist und auch ordentlich hereinzieht. Und somit habe ich mich ein bisschen geschützt. Also sieht jetzt nicht so ganz perfekt aus, aber ja, Hauptsache es macht ein bisschen warm. Ja, also eigentlich hatten wir mit Michael ja schon ein Video gedreht und haben euch ein gemeinsames frohes neues Jahr gewünscht, aber das war leider nicht richtig fokussiert und etwas unscharf, und weil Michael jetzt wieder arbeiten ist, ja, müsst ihr nochmal mit mir alleine vorlieb nehmen.
Also auf diesem Wege wünschen wir euch natürlich gemeinsam, also im Namen auch von Michael, ein frohes und vor allen Dingen gesundes neues Jahr mit vielen schönen Reisen, ohne Pleiten, Pech und Pannen, und dass ihr schöne Erinnerungen und Momente aus dem Jahr mitnehmen könnt. Ja, ihr habt ja jetzt die Bilder gesehen von unseren schönsten Momenten im letzten Jahr. Und ich muss sagen, also ich habe, als ich das Video gemacht habe, festgestellt, ich war ja doch relativ viel unterwegs. Ich hatte das gar nicht so in Erinnerung und war ja auch letztes Jahr viel in Deutschland unterwegs. Wir haben also keine Fernreisen gemacht letztes Jahr. Das Einzige, wo wir im Ausland waren, war Dänemark. Und auf der Rückreise in unserem Herbsturlaub sind wir durch Tschechien gefahren und durch Polen. Aber ansonsten hatten wir letztes Jahr keine großen Reisen, bedingt durch Michaels Geschichte, wo die Gesundheit nicht so ganz mitgemacht hat. Aber Gott sei Dank, er hat sich wieder erholt. Und ja, wir hoffen jetzt auch für uns, dass es dieses Jahr gesundheitlich etwas besser wird. Das letzte Jahr hat ja also bei mir ganz schön mit Ach und Krach geendet, weil ich mich das zweite Mal mit Corona infiziert hatte und dieses Mal echt ordentlich zu kämpfen hatte, muss ich ehrlich sagen. Also es war deutlich schlimmer als beim ersten Mal. Und ich bin geheilt, ich brauche es vorläufig nicht mehr. Also es war nicht schön gewesen. Michael musste sogar seine Arbeit abbrechen und nach Hause kommen. Also jetzt will ich mal hoffen, dass dieses Jahr alles ein bisschen entspannter wird, was das betrifft. Und ja, wir haben jetzt ein paar Tage schon mal im Saarland verbracht. Also ich bin ja dann zu Michaels Familie in Saarland gefahren und Michael kam dann dahin. Und ja, dort haben wir also zwei schöne Tage verbracht. Allerdings war das Wetter grauenhaft. Also ehrlich, wirklich grauenhaft. Also Dauerregen und richtigen Regen und Sturm. Also es war für den Hund nicht schön, für uns nicht schön und ja, ein bisschen schade, aber Gott sei Dank waren wir wenigstens dort auch mitunter im Haus untergebracht und konnten also auch ein bisschen uns bewegen, als dass man dann halt nur in so einem Wohnmobil sitzt und nicht wirklich raus kann oder wenig raus kann und wenig Bewegung hat. Und da hat man wenigstens da ein bisschen mehr Freiraum gehabt. Ja, am Ende sind wir noch mal kurz nach Leidingen, heißt es, glaube ich, gefahren. Ich weiß noch nicht, ob Leidingen oder Leiding. Ich glaube Leidingen. Das ist ein Ort in Frankreich. Das ist ganz witzig, wo mitten im Ort die Grenze durchgeht. Und ja, man praktisch auf der einen Seite in Deutschland steht und auf der anderen Straßenseite in Frankreich. Das ist echt witzig. Und auch wenn man dann ins Feld reinläuft, den Grenzweg, da ist die rechte Seite ist dann Frankreich und die linke Seite ist Deutschland. Also das war wirklich interessant. Und da sind wir mal hingefahren und haben uns das angeguckt. Ja, und dann ging es ja wieder zurück hier nach Frankfurt, in Frankfurt-Hahn. Und da habe ich dann am Wochenende jetzt bei Michael vor der Tür geparkt, also vor seinem, wo er immer untergebracht ist, dort am Flughafen. Und ja, wir konnten ein bisschen Zeit zusammen verbringen. Auch während er gearbeitet hat, konnte dann immer mal zum Essen kommen. Und das war eigentlich so ganz schön, muss ich sagen. Aber jetzt ist er, ja, musste er heute Nacht wieder raus. Und das bei dieser Eiseskälte und Sturm. Und heute jetzt Nachmittag fliegt er in die Türkei, kommt aber morgen wieder zurück. Und dann fahren wir erstmal wieder langsam Richtung Norden. Da fahren wir dann nochmal nach Potsdam. Zuvor machen wir noch in Bad Nauheim halt. Und dann fahren wir nach Potsdam. Da habe ich ein bisschen was zu tun am Wochenende. Und ja, dann geht's heim. Ja, und übermorgen fahren wir dann nochmal, wie ich gerade erwähnt habe, nach Bad Nauheim. Und da werden wir unser 20-Jähriges feiern, weil wir dort vor 20 Jahren uns kennengelernt haben. Und dann werden wir mal ein bisschen an den Abend schön genießen und ein bisschen feiern, dass wir 20 Jahre miteinander ausgehalten haben. Das ist ja heutzutage auch nicht mehr selbstverständlich. Natürlich auch ja, mit Höhen und Tiefen und auch oft durchgekämpft, im wahrsten Sinne des Wortes. Es ist auch nicht immer einfach gewesen, auch so mit diesen ganzen Trennungen, also von dem beruflichen Wegen her klarzukommen. Aber wir haben es geschafft. Und 20 Jahre ist schon eine ordentliche Zeit. Darauf sind wir auch stolz und das werden wir halt dann auch gebührend am Mittwoch feiern. Ja. Ja, ich stehe jetzt hier
heute in der Nähe von Frankfurt Hahn, und zwar bei ABM Reisemobile. Das hatte ich gefunden bei Park for Night. Und das ist ein neuer Stellplatz, glaube ich. Ich muss nachher mal fragen. Ist sehr schön gemacht, hat für 1, 2, 3, ich glaube 5 Wohnmobile passen hierher. Hat so einen kleinen Teich hier direkt am Stellplatz. Es ist Licht abends hier, es ist Strom, da kostet 10 Euro inklusive allem. Und wenn man freundlich fragt, darf man auch mal drinnen sich ein bisschen Wasser holen. Und Fähr- und Entsorgung soll es auch geben, da muss ich nachher nochmal fragen, weil... Ich gehe natürlich noch mal rein, sehr nette Leute übrigens, und gucke mir ein paar Wohnmobile an. Und dann nehme ich euch mal mit, weil ich habe da so 2, 3 Wohnmobile gesehen, die finde ich eigentlich ganz schön, und die würde ich euch gerne mal zeigen. Ah ja, eins noch, unsere Reiseziele für dieses Jahr. Wir haben gar nicht so viel geplant für dieses Jahr, weil... Zum einen habe ich dieses Jahr ein bisschen mehr zu tun. Einige von euch wissen es ja, dass ich ehrenamtlich, politisch ein bisschen mitwirke. Und ich habe da auch eine Aufgabe bekommen von meiner Partei, die ich gerne auch erfüllen möchte. Und deswegen werde ich dieses Jahr nicht ganz so viel Zeit haben zum Verreisen. Wir haben Kommunalwahlen und Landtagswahlen. Aber wir haben uns vorgenommen, im Sommer auf jeden Fall nach Norwegen zu fahren. Ich habe sehr große Sehnsucht nach Norwegen. Wir waren jetzt 2018 das letzte Mal da, also 6 Jahre. Und jetzt wird es echt Zeit. Also ich habe sehr, sehr große Sehnsucht. Michael, der schließt sich da an. Und ja. Jetzt wird es auch unser letztes Jahr sein, wo wir uns zeitlich mit dem Reisen ein bisschen einschränken müssen. Wir werden dann im September sicherlich nochmal Ende September irgendwo hinfahren. Im Übrigen, da will ich noch ganz kurz dazu beifügen. Ich war ja im Herbst, das war Anfang Oktober, in Linum und in der Nähe von Stralsund. Ach, mir fällt der Ort jetzt nicht ein, ist egal, im Granarium. Und, nee, nicht Granarium. Granorama heißt es. So, ich will immer Granarium sagen, ich weiß auch nicht warum. Im Granorama oder am Granorama, das ist so eine Aussichtsplattform für Kraniche. Dort werden die Felder auch mit Traktoren, mit Maiskörnern halt bestückt. Und deswegen kommen die natürlich dort zu Scharen hingeflogen. Und das ist also für mich ein gigantisches Erlebnis gewesen, diese Geräuschkulisse und diese Vögel von so unmittelbarer Nähe zu beobachten, das war toll. Also ich war hin und weg und war dann auch in Linum, und da kommen ungefähr auch so, es waren glaube ich auch so um die 60.000 Kraniche, auch oben im Kranarium meine ich auch. Und ja, die kommen natürlich dann abends angeflogen in Linum zum Schlafen. Und fliegen dann morgens wieder los, und das ist einfach ein sagenhaftes Spektakel. Dieser Ort ist auf die Kraniche ausgerichtet, man kann also die dann am Feld beobachten. Die landen natürlich viel weiter weg, man kann die also nicht sehen, wo die landen. Man sieht sie nur da stehen abends in Massen. Und das, was ich nicht wusste, ist, dass die diesen Platz, wo die abends dort stehen, also nur zum Vortäuschen benutzen. Und dann leise, wenn es dunkel wird, losfliegen und in die Sumpfgebiete dann fliegen. Und das so gut wie geräuschlos, damit die Tiere, also ihre Feinde nicht merken, wo sie sind. Das ist also Vortäuschung. Die denken dann, die Vögel sind da, und dabei fliegen sie dann nochmal leise alle los in die Sumpfgebiete. Also das ist schon... für mich faszinierend, ich mag das halt so, ich mag überhaupt Vögel, und wie die so funktionieren, dieser Zusammenhalt, wenn man das auch morgens und abends und auf den Feldern beobachtet, also das war
für mich gigantisch. Ich fand das so toll und ich will auf jeden Fall dieses Jahr im Herbst wieder dahin fahren. Das möchte ich nochmal erleben mit Michael zusammen. Dann. Das war wunderschön gewesen. Das kann ich euch wirklich empfehlen. Es gibt auch oben auf dem Darß Möglichkeiten. Da gibt es auch richtige Vogelinseln, wo die dann auch landen. Da kommt man allerdings zur Beobachtung nur mit dem Fahrrad hin. Und ich hatte ja kein Fahrrad dabei und von daher, ich habe mir das angeguckt. Ich bin also auf dem Darß für eine Nacht gefahren. Aber ja, wie gesagt, man kommt da leider nur mit Fahrrad hin und nicht mit, gibt keinen Parkplatz, wo man irgendwo hinlaufen kann oder so. Und wenn, dann sind das 2-3 Kilometer und das geht nicht mit Hund und Rucksack und Fotoausrüstung und was weiß ich nicht alles. Das ist nicht möglich gewesen. Dennoch war es in Linum sehr, sehr schön und auch im Kranorama wunderbar. Also kann ich euch wirklich nahelegen, schaut euch das mal an, das ist schon ein Erlebnis. So, und jetzt gehe ich rein und werde mir die Wohnmobile anschauen und euch zeigen. Bis dann.